Das Interesse ist groß, erste Blicke in das 25 Quadratmeter kleine Gästehaus zu werfen. Der Architekt Terunobu Fujimori hat den Bau meist aus der Ferne betreut. Mit dem Ergebnis ist er sehr zufrieden. Das Haus und die Einrichtung wurden größtenteils aus drei Eichenstämmen gebaut. Für den Architekten ist es ein Haus für Verliebte. Es ist ein sehr kleines Haus, es ist alles sehr eng, es ist wie ein Kleidungsstück, man steckt gemeinsam in einem Kleid, das ist für Verliebte perfekt. Fast alles im Haus ist handgemacht, sogar das Geschirr. Ab 1. April kann das Haus mit der einzigartigen verkohlten Holzfassade tageweise gemietet werden. Es kostet 200 Euro für das ganze Haus, aber dieses Geld stellen wir zur Verfügung für Künstler, die es sich nicht leisten können. Und die können dort ein oder zwei oder drei Wochen arbeiten im Rahmen unseres Artist-in-Residence-Programms. 20 Reservierungen gibt es bereits. Mit dem Kunstprojekt will Roland Hagenberg Architekturinteressierte aus der ganzen Welt nach Reiting locken. Bis jetzt hat es für dieses Projekt keine Förderungen gegeben. Private und Sponsoren haben es möglich gemacht. Ja, ich freue mich, dass das aufgrund von privaten Investoren einmal entstanden ist, aber wir sehen ja, dass wir dieses Projekt auch bewohnbar gemacht haben und wenn die Förderrichtlinien passen, dann wird es selbstverständlich auch Förderungen geben. 9 weitere Gästehäuser sollen folgen. Am Ortsrand gibt es schon ein entsprechendes Grundstück. Die Gemeinde unterstützt das Projekt jedenfalls. Wir bereiten vor, hier neben einem Listerlebenspfad auch einen Architekturerlebenspfad zu gestalten und wir haben schon die weiteren Grundstücke umgewidmet und das zweite Haus ist in Planung und wir hoffen natürlich, dass die Dynamik jetzt zunimmt und die weiteren Häuser schneller gebaut werden. Mit dem Bau des zweiten Kunsthauses, geplant vom japanischen Architekten Hiroshi Hara, soll in Reiting Ende Juni begonnen werden. Wie Sie gemerkt haben,